Und herzlich willkommen zu Folge 104, ja, vor der Moonen Kuhherde hier. Die nervt mich aber auch irgendwann hier vorne. Die kommt auch irgendwann weg hier gewaltig. Die kommt. Könnte man eigentlich hier drüber bauen, ne? Da hätte man sozusagen Monsterfalle mit Schlachterei. Muss ich mal schauen, ob das genehmigt ist von mir. Muss ich mal gucken in der Kopiewelt, wie ich das vorbereiten werde. Denn es muss ja vom Material her passen und vom Aufbau. Ich weiß auch nicht, wie ich die Schlachter aufbauen werde. Da werde ich noch in meiner Testwelt was ausprobieren. So, ich wollte jetzt mal eben noch ein Multimeter herstellen. Wo haben wir das denn hier? Sprengstoffzünder, nö. Dann gibt es ja extra so ein Messgerät hier. EU-Messgerät, da ist es doch. Vier Kabel, einen elektrischen Schaltkreis und Glowstone. Bekommen wir hin. Glowstone, da haben wir doch. Und ich glaube, Recycler. Wir brauchen noch einen Kompressor und wir brauchen Glowstone-Erde, okay. Und ich glaube, für den Kompressor brauchen wir genau Maschinenblock und Stein. Stein direkt. Habe ich hoffentlich noch irgendwo rumflattern hier. Da, Stein. Veredeltes Zeug hier. Veredeltes Eisen. Dann, brauchen jetzt erstmal zwei Schaltkreise. Zwei Schaltkreise. Dann brauchen wir noch Erde. Der wird bestimmt irgendwie rumfliegen. Da ist noch Erde. Ne, da brauchen wir jetzt noch einen Maschinenblock. Dankeschön. Unten einen hin. Maschinenblock drüber. Links, rechts. Stein normale. Kompressor. Und dann Glowstone. Links, rechts. Das. Und ja, da kriegen wir Recycler. Dann brauchen wir jetzt das hier. Vier Kabel. Links, rechts. Und dann Glowstone oben. Dann haben wir ein EU-Messgerät. Und dann schauen wir, wie viel das macht. Ich glaube 32. Ich glaube 32, wenn ich mich nicht falsch erinnere. 15. 7 nur? 16 Stück nur? Also knapp 16? So wenig doch nur? Ich meine, es hätte 16 immer gegeben. Ja, sagen wir 15. Das Messgerät ist sowieso immer ungenau. Das passt nicht 100%, aber man kann davon ausgehen, dass es zu 90% passt. Gut, Recycler haben wir, den können wir auch mal irgendwo hinstellen. Den tun wir mal hier hin so. Da können wir das Messgerät auch noch mal hinpacken. Da werde ich mir auch noch das goldene Backpack mal richtig sortieren, was da alles rein kann und was da wieder raus kann. Das ist ja auch mal so überfüllt von mir. So, das kann jetzt mal hier runter. Was machen wir denn jetzt als nächstes? Können wir Sachen fürs für den Strom herstellen, schon mal herholen. Da würde ich sagen, warte mal, wir können auch mal eben Stack das mitnehmen. Dankeschön. Ich habe da nämlich noch was mit vor. Mit den Zellen. Die werde ich aber in der Hölle befüllen. Hier läuft alles, ne? Ja. Das läuft, das läuft, das läuft. Ja, das kann auch oben bleiben hier. So, LED ist am Laufen, ne? Dann brauche ich nämlich noch ein halbes Stack LED. Oh, habe ich das Haupt? Ein halbes Stack. Naja, LED-Ori habe ich noch gar nicht gehabt, oder? Bin ich. Nö, ich hätte noch gar nicht LED. Dann werde ich LED gleich gebrauchen. Sonst wäre es natürlich auch schade, wenn ich das nicht hätte. Das brauche ich. Ich brauche eine Pumpe. Eine Pumpe, da. Minen, da brauchen wir Eisen, okay. Dankeschön. Da brauchen wir Sticks. Nö, dit. Sticks. Redstone und noch was. Glas. Die kommt hier irgendwo hin. Und Holz brauche ich. Holz habe ich dabei und Stein brauche ich noch. Muss ja nicht mal ein paar Zahnräder herstellen. Beziehungsweise habe ja ein Zahnrad aus Sticks, dann brauchen wir hier Pflastersteine. Dann brauchen wir ein Eisenzahnrad. Jetzt brauchen wir noch eine Eisenspitzhacke.
Die kam, glaube ich, da unten hin. Da kommt das Zahnrad hin. Oben Whetstone, links, rechts, drei Eisen, meine ich, ne? Da haben wir die Minenbohrer. Jetzt brauchen wir noch. Oh, warte mal, ich habe doch, glaube ich, irgendwo einen Tank hier rumfliegen gehabt. Beim letzten Mal da. Okay, ja. Wenn das Material irgendwo noch hat, dann kann man es auch super verbrauchen. Jetzt haben wir eine Pumpe. Jetzt habe ich doch irgendwann mal Invaore gemacht. Warte mal, hier ist LED. Ja gut, das brauche ich nicht. Jetzt wird, da ist es, das Invaore. Zumindest Invert Ingot. Da kommen diese Magma Engines. Magma. Magma Engines, da. Magma, okay. Silber brauchen wir dafür. Und die Zahnräder, da brauchen wir Eisen damit. Okay. Zack, 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 zack. Da machen wir jetzt mal ein paar. Da brauchen wir jetzt jeweils 1, 2, 3. 1, 2, 3. So, jetzt hätte ich noch einen Zahn übrig. Nein, das passt nicht. Das ist auch gar nicht so schlimm. Schau ich mal gerade. Ich glaube nicht, dass ich noch irgendwas hier rumfliegen habe. Weil das können wir nämlich noch super verbrauchen. Nö. 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 Und nö. Ja gut. Ist ja auch nicht schlimm. Dann brauchen wir zwar Silber. Und was brauchen wir noch? Einen Kolben, ne? Ja, jeweils einen Kolben. Nö. Warte mal, habe ich denn hier noch Silber? Hier ist noch War Plastic, Stahlbarren. Stahlbarren habe ich auf jeden Fall. Na gut, Silber. Eisen habe ich. Und ich hatte, glaube ich, doch noch irgendwo Pistons. Da haben wir sie doch. Okay, ja, fast gut vorbereitet. Aber nur fast. Jetzt brauchen wir in der Mitte zwei davon. So. Dann brauchen wir vier. Jetzt brauchen wir die hier noch. Diese Kolben. Diese Keuldinger. Zwei Stück. Die in der Mitte. Pistons. Links, rechts die hin. Und das. Super. Und jetzt brauchen wir noch einen Liquid Transposer. Liquid Transposer. Da brauchen wir gleich Gold. Gold, Gold, Gold brauchen wir. Wo haben wir das Gold denn? Da sind Goldbarren. So. Ah ne, da reicht einer, oder? Ne, machen wir mal zwei von uns halber. Dankeschön. Eins, zwei. Zwei Eimer. Liquid Transposer, du brauchst noch Kupfer, ne? Kupfer, Kupfer habe ich da auch noch. Da habe ich noch, ist auch fast schon wieder komplett verbraucht. Links, rechts, zwei. Dit. Zwei Eimer. Jetzt habe ich diese Kolben vergessen hier. Die brauche ich ja auch noch dafür. Kolben, zwei Stück, zwei, links, rechts, zwei Stück. Links, rechts, zwei Stück. Die Maschinenswamps in der Mitte und oben die beiden Eimer. Dankeschön. Denn das ist nämlich ein ganz simpler Aufbau, den man von der Hölle raussetzt. Man könnte diese Ender-Dinger nehmen. Ich glaube, die gibt es auch noch, ne? Ender, 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 Ender. Da. Aber ich weiß nicht, ob die bei mir funktioniert. Da bin ich sehr überfragt. Ja, die Folge eh gleich zu Ende ist, werde ich das in meiner Testfeld ausprobieren, ob das funktioniert. Weil wenn ja, kann ich das damit aufbauen. Dann wird, ich weiß nicht, ob es dann lecken wird. Das muss ich dann halt in der Testaufnahme probieren. Wenn ich in der Welt bin, ob das dann leckt, werde ich da mal schauen. Denn der Grund ist, die ist nämlich einfacher, also die ist ein bisschen teurer im Bau, aber bietet mir den Vorteil, dass ich in der Oberwelt weiterarbeiten kann. War halt auf dem Server so, ich weiß nicht, ob das jetzt auch so funktioniert, dass man hier arbeiten kann und in der Hölle holt die halt die Lava runter und das ziemlich im großen Radius, muss man sagen, weil die noch einen eigenen Chunkloader hat. Deswegen würde ich das gern ausprobieren. So, wie viel Julio-Meter? 16, wow. Da können wir mal irgendwann, weiß ich nicht, mitmachen. Ender-Drohnen, wow. Da muss ich auch noch was mitmachen. Lavendel, ach du Scheiße. Das kann ja noch was werden, was kann man denn daraus machen? Vielleicht reizt sie mich jetzt gerade, aber ich zieh sie ziemlich teuer aus, halt die in der Herstellung. Was gibt's denn hier? Tint-Comp, und was kann man aus Tinted-Comp machen? Ja. Ja, ja. Tinted Honey. Und damit kann man raus Farbe machen? Bestimmt. Honig? Okay. Honigtropfen? Gibt 200, okay.
In der Portal. Achso, das ist so ein Ding. Gut, das sind so Steine aus dem Skyland oder sowas. Aber da werden wir vielleicht bestimmt in den nächsten Jahrhunderten noch nicht hingehen. Da haben wir erstmal noch Zeit für. Gut, ich werde das mit dem Endertank jetzt mal ausprobieren. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich. Bis in der nächsten Folge. Bis dahin, euer Flash unterwegs und tschüssen.